Moin Leute und recht herzlich willkommen zum ersten LS25 Gameplay. Heute sind wir auf der Karte Silonka, auf der europäischen Karte. Und ihr dürft mich heute mit begleiten, wie wir uns einen komplett neuen Hof erstellen. Von Anfang bis zum Ende, dann würde ich sagen, let's go nach dem Intro. Willkommen in meinem Leben. Manche fliehen vor der Vergangenheit, aber ich suche sie. Warum normal weitermachen, sagte mein Vater. Mein Vater ist ein weiser Mann. Trotz kniffliger Jugend zeigt er der Welt, was er heute ist. Der beste Bauer im ganzen LS25. So, wir fangen an. Und zwar, wir müssen uns erstmal bequatschen. Wie fangen wir an? Wir brauchen erstmal einen Gedanken, okay, was bringt Geld? Womit könnten wir Geld verdienen? Uns langsam Stück für Stück uns einen großen Hof aufbauen. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir fangen an mit Grasmähen. Grasmähen, da braucht man tatsächlich nicht allzu viel. Wir müssten auf jeden Fall einen Traktor kaufen, aber einen relativ guten und praktischen Traktor. Dann bräuchten wir Mähwerke auf jeden Fall. Dann bräuchten wir eine Ballenpresse oder einen Grassammelwagen. So, wir sind hier in der Karte und schauen uns jetzt mal nach einem Grasfeld. Wir hätten Grasfelder tatsächlich ein paar da. Wir könnten natürlich uns auch so ein kombiniertes holen, wo halt natürlich schon was drauf ist. Und da hätten wir dann tatsächlich auch noch Gras mit dazu. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir nehmen Feld 21. Da ist zwar Wasser, aber ist ja nicht arg schlimm. Und wir kaufen uns dann mal schnell das Land bzw. das Feld. Als nächstes brauchen wir natürlich einen Traktor. Da schauen wir mal beim Händler vorbei und nehmen uns natürlich einen mittelgroßen Traktor, weil so groß brauchen wir das tatsächlich noch nicht. Und dafür würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir uns den John Deere. Den John Deere nehmen wir. Und da haben wir hier verschiedene Motorvariationen und da bräuchte ich, nehmen wir uns da schon den leistungsstärksten tatsächlich. Und zwar den 6R 1085. Reifenhersteller nehmen wir Michelin. Radgewichte hätte ich tatsächlich gesagt. Design US oder EU. Na, nehmen wir EU auf jeden Fall. Panoramafenster haben wir auch tatsächlich mit da. Ja oder nein? Ja, nehmen wir uns auch ein Panoramafenster. Anhängerkupplung hätten wir 3 Punkt. Nichts. 60 Kilo Frontgewicht hätten wir dran. Dann ein 30 Kilo Frontgewicht, 540 Kilo Frontgewicht, 780 Kilo Frontgewicht, 1020 Kilo Frontgewicht oder 3 Punkt. Ich hätte tatsächlich gesagt, oder nichts. Na, 3 Punkt ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Genau. Und ansonsten können wir eigentlich tatsächlich nichts mehr einstellen. Den hätte ich jetzt genau so gekauft mit 230.250. Und als nächstes brauchen wir dann ein Mähwerk. Natürlich auch Mähwerk unter Grünland, Mähtechnik, genau. Und da nehmen wir dann von Kühn, oder? Ja, nehmen wir das von Kühn tatsächlich, weil da sparen wir uns ein bisschen Geld. Obwohl, der hat höchstwahrscheinlich weniger Breite als der, oder? Ja, 9,4, der für 3,8. Ja, ich glaube, so viel nimmt uns das gar nicht. Wir nehmen den von Kühn. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Frontmähwerk und ein Heckmähwerk natürlich auch. Und dann packen wir uns mal in den Trecker. So, und los geht's. Dann fahren wir direkt aufs Feld mit raus und werden das Ganze natürlich erstmal mähen. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen beraten. Leute, ihr könnt übrigens gerne Tipps, Infos, Ideen, wie auch immer, gerne unten in die Kommentare mit reinschreiben. Wir werden uns versuchen, auf Ideen, oder ich werde mich ein bisschen auf euch tatsächlich konzentrieren. Wenn ihr sagt, hey Dennis, das wäre vielleicht sinnvoll, das ein bisschen anders zu machen, dann werden wir das natürlich ganz so umsetzen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal aufs Feld mit raus und schauen uns das Ganze erstmal an. So. Feld 21. Ich werde jetzt dann hier also mal die Nende da haben kurz vorbei. So, hallo. Okay. Gut, dann haben wir erstmal hier den Feldweg hoch und fangen erstmal von hinten gemütlich an. So, da stehen aber tatsächlich auch ein paar Bäume, wie ich das gerade sehe. Eventuellerweise müssten wir es tatsächlich sogar hier die Bäume fällen.
haben wir immer ein bisschen besser rum. Alles werden wir uns dann einfach mal wieder anschauen. So, jetzt müssen wir erstmal mit dem Bond-Me weg. Erstmal aufklappen. Starten wir mal das Ganze vorne. Gehen runter, schauen uns das mal von außen an. Ah, herrlich. So, dann gehen wir direkt nach hinten. Klappen natürlich auch noch. Herrlich. Dann geht's los. Muss auch noch auf den Boden schnalzen. Let's go. Auto starten. Okay, los geht's. So, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal mähen. Da müssen wir natürlich das Ganze auch ein wenig zusammensammeln. Ihr könnt es mir natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr schon den neuen LS 25 schon ausprobiert habt, was eure erste Meinung ist. Würde mich natürlich beenden interessieren. So, dann haben wir hier einmal das Wasser. Müssen wir einmal hier. Ja, so nah ans Wasser will ich gar nicht haben. Das reicht schon tatsächlich so. Erste. Ja, hier Bäume sollte man vielleicht tatsächlich nehmen. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ein bisschen mehr haben zu mähen. Jetzt ist halt eben tatsächlich die Frage, mit was beschäftigen wir uns? Also, wir haben jetzt angefangen mit Gras mähen. Da wäre es sinnvoll, dass wir natürlich auch einerseits auf allen dann erstmal mitschneiden. Also, dass wir, ich glaube, fürs Erste wäre es tatsächlich sinnvoll, dass wir erstmal das Gras nur verkaufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Felder.
Fall. Aber ist halt auch einerseits die Frage, mit 640.000 müssen halt, ich will tatsächlich probieren, dass wir uns keinen Kredit aufnehmen. Weil Kredit, das ist immer so ein bisschen schwierig, ja? Weil am Ende kriegst du den nicht abbezahlt und dann hast du halt den Schmarrn am Hals. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, wie wir uns das jetzt hier eigentlich alles genau einplanen. Gehen wir mal hier einmal so aus rum. Könnten uns natürlich auch einerseits mit Horst auch beschäftigen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Holz bringt auch gutes Geld. Wir könnten uns auch mit Tieren beschäftigen. Dass wir uns dann die ersten Tiere holen. Das könnt ihr mal unten gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann werden wir uns einfach mal, wenn wir es einfach mal sehen, was, mit was wir uns genau beschäftigen. Aber ich vermute mal tatsächlich, dass wir uns, ja, mit Thema Holz, ich glaube, das ist ganz sinnvoll tatsächlich auch. Das wäre auch so eine gute Idee. Holz bringt halt auch gut viel Geld. Und wir haben ja hier genügend Wälder tatsächlich auf der Karte. So. Perfekt. Gehen wir hier jetzt noch einmal schön entlang. Schön die Beinarbeiten noch machen. Entlang. Hier müssen wir nochmal entlang kurz. Ja. Da. Dann geht's nochmal nach drüben auf die große Fläche. Ja. Mischen, das wird natürlich auch helfen, da bräuchten wir halt dann aber, das ist wieder einerseits kostenspielig tatsächlich, weil wir müssen uns dann einen Drescher holen, brauchst wieder ein Cockney-Werk, wir müssen einerseits natürlich auch den Hof umbauen, auch noch, das kostet alles tatsächlich Geld, wir müssen jetzt erstmal hier effektiv denken, wie das machen. Wie gesagt, Leute, schreibt es mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wir werden dann einfach mal gucken. Die beste Idee, die gewinnt einfach. So. Auf jeden Fall sind wir hier gleich fertig geworden. Dann werden wir mal gucken, dann weitergeht. Ich würde jetzt noch gern tatsächlich in der Folge, die Folge wird ein bisschen länger, glaube ich jetzt aber auch nicht arg schlimm. Wir werden uns in der Folge einfach darum kümmern, dass halt einerseits gemäht ist, wir werden natürlich auch die versuchen, ihnen das Feld zu Hamburger Tuch.
So, dann klappt mal alles wieder auf. Jawohl, perfekt. So. Fahren wir erstmal zum Hof und bringen erstmal das Zeug weg. Und dann besorgen wir uns als nächstes einen Sammelwagen. Oh nee, halt, wir müssen das noch alles zusammenschwaden. Wir müssen ja nur Schwaden noch legen. Das wäre ganz sinnvoll tatsächlich. Hallo, servus. So. Gut. Fahren wir. Jetzt mal Richtung Hof. Der Hof ist ja zum Glück gleich ums Eck. Den Hof werden wir natürlich auch ein bisschen dann noch beschönern, aber das kommt dann alles tatsächlich erstmal mit der Zeit. Das erste ist erstmal wichtig, dass wir hier ein bisschen arbeiten. So, wir werden jetzt das erste Mal hier darüber gehen. Stellen wir jetzt erstmal alles hier hin. Perfekt. Und das stellen wir uns auch natürlich hier direkt hin. Und dann werden wir uns jetzt erstmal als nächstes um einen Schwader kümmern. Fahren wir mal rüber kurz zum Händler. Der ist ja zum Glück direkt gegenüber, das ist ja ganz praktisch. So, können wir die Dame vorbeilassen. Entschuldigung, hab sie nicht gesehen. So. Oder schon da tatsächlich. Schauen wir mal rein. Schwader. Schwader nehmen wir auch von Kühn mit 4,7 Meter oder mit 7 Meter. Nehmen wir den mit 4,7 Meter. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut. Ja, den kaufen wir uns. So, und dann ist jetzt halt eben tatsächlich die Überlegung, nehmen wir uns auch noch direkt einen Ladewagen oder sollen wir das tatsächlich lieber Ballen pressen? Durch Ballen gibt es natürlich halt mehr Geld, das ist halt eben die Frage. Er hätte jetzt tatsächlich vorgeschlagen, wir schwaden jetzt erstmal das Feld noch zu Ende und schauen einfach dann in der nächsten Folge dann einfach in die Kommentare, also bei der Folge, wenn das online ist, schauen wir einfach in die Kommentare und dann sehen wir es ja. Was wir dann genau machen. Aber ich glaube tatsächlich, Ballen. Ballen wird mehr Geld geben, meiner Meinung nach. Ist zwar natürlich ein bisschen anstrengender, man muss halt auch ein bisschen mehr machen, aber mein Gott, was. Wir brauchen schließlich die Kohle. Ja, ich will jetzt nicht bis auf den letzten Cent kein Geld mehr haben und dann auf den letzten 100 Euro dann noch, oh, ich muss noch tanken und das lassen wir lieber. Deswegen lieber sparsam. Bevor wir gar kein Geld mehr haben. So, dann klappen wir mal das Ganze aus. Perfekt. Dann werden wir jetzt erstmal die erste Spat legen. So, perfekt. Machen wir das Ding mal an und fangen an mit Schwadern. Ah, das sieht gut aus. Das schaut ganz gut aus tatsächlich. Obwohl, wir können ja hier direkt eigentlich weiter schwaden. Ja, so machen wir es. So Leute, ich würde tatsächlich sagen, das war es eigentlich auch schon mit der heutigen Folge. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ich bin dann höchstwahrscheinlich dann hier schon fertig mit dem Schwaden. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Format gut, wie wir einfach einen komplett neuen Hof einfach erstellen und uns einfach Step by Step einfach zusammen aufbauen. Im LS 22 war es tatsächlich nicht so. Da haben wir uns, habe ich einfach den Hof schon übernommen und habe mir dann angefangen selber ein bisschen einzurichten. Also ein bisschen anders als von komplett null selber Feld kaufen, weil da hatten wir schon Felder aus dem Tutorial tatsächlich.
Deswegen, ich bin mal gespannt, wie lange das Projekt angeht und natürlich, wie weit wir hier kommen. Ne? Mich würde es natürlich freuen, wenn es gut ankommt bei euch. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne kurz und bald den Kanal, aktiviert nebenbei noch die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Euer Dennis, ciao, ciao.